Und seid jetzt herzlich wieder willkommen zu einem neuen Let's Play. Es geht weiter. Ich will euch heute, wie versprochen, mal zeigen. Also, wir hatten schon, wie man schnell levelt, wie man schnell Power macht. Heute, wie man gewisse Charakter-Puzzleteile bekommt. So, Leute, es gibt mehrere Möglichkeiten. Mehrere Möglichkeiten. Das erste ist, wenn man VIP auflagert. Dann gibt man für gewisses VIP jetzt wie hier Boa Hancock für 30 Stück, Boa Hancock 30 Stück, dann kommt Marco und ab einem gewissen Zeitlevel VIP kommt sogar eine goldene Karte, kommt sogar Really Gold. Aber das ist zu viel Investition, zu viel Geld und das wird keiner machen. Die nächste Möglichkeit ist hier zum Aufzumachen. Ich verballere mal jetzt für einmal aufmachen. 300er und kriege leider nur ihn. Das ist die nächste Möglichkeit, Puzzleteile zu bekommen. Was, wo ihr bekommt von Puzzleteilen, das könnt ihr hier oben sehen. Hier sind einmal die Strohbande plus Arlong und Bonnie. Zweites, wo wir 100 ausgeben, ist noch ein bisschen mehr. Da ist auch Moriarty, da ist sogar Jimbei dabei, Kuma dabei. Also da ist schon ein paar auch rote dabei. Und die nächste Möglichkeit ist hier. Da bekommen wir noch viel, viel mehr Rotes zu sehen und zu bekommen können wir bekommen. Das sind alles Puzzleteile, die wir bekommen können. Und noch mehr. Die nächste Möglichkeit, Puzzleteile zu bekommen, wäre, wir gehen jetzt auf unsere Heroes. Dann gehen wir aufs Puzzleteile. Und ich sage mal zum Beispiel, wen soll ich denn das nehmen? Ich nehme eine rote Karte. Ich nehme eine rote Karte. Ich nehme zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viel brauche ich für Jutsu? Ob sich Jutsu auszahlt? Der braucht 40 Karten. Das heißt, ich brauche noch 10. Ach, zahlt sich nicht aus. Ich mache Kuma weiter, weil Kuma will ich auch auf zwei Sterne bringen. Machen wir mit Kuma. Dann geht ihr das Setting. Und dann könnt ihr einen herausfordern. Ich fordere den mal raus. Ihr habt täglich 10 Stück. Schon gewonnen. Eine. Tagtäglich könnt ihr 10 Free. Und jetzt hier auch die Karten ausnutzen. Bei mir ist die Zahl 19 drauf. Und drüben ist doch 19, das kann ich so viel ausnutzen. Also ich könnte heute jetzt mal 30 Stück machen fast. Aber wir machen mal weiter. Nichts. Das passiert sehr oft. Nichts. Sehr oft. Wieder und wieder versuchen und irgendwann kommt das. Ich versuche jetzt so lange, wie ihr es braucht. Aber ab und zu zahlt es sich nicht aus, meiner Meinung nach. Immer zu wiederholen, weil ich habe jetzt meine 10 freien fast was spielt und nichts bekommen. So, jetzt habe ich meine 10 voll. Einmal hier versuchen oder zweimal. Das klappt echt irgendwie nicht. Versuchen wir uns neue Bande. Einmal hier. Ich habe noch 16 Mal. Das will nicht so richtig reinhauen. Da kommt er. Die nächste Bande. Das versuchen wir hier. Ich habe noch 12 Mal. Ich benutze es ein paar Mal. Oh, da kommt der nächste. Und versuchen wir es noch einmal und dann reicht es. So, das reicht. So, einmal rausgehen, einmal wieder rein und meine Chroma-Teile sind da. Ich habe jetzt weiter Stück. Das Problem ist, es klappt echt nur mit Leuten, die wir haben. Sonst klappt das echt nicht. Zum Beispiel, jetzt das, wo ich gerade war, da kann ich jetzt zum Beispiel nicht Boa Hancock hochziehen. Das ist leider nicht machbar, aber es gibt keinen Trick. Zum Beispiel, ihr habt wie ich jetzt Boa Hancock auf 0 und die wollt ihr hochbringen. Das will ich jetzt mal kurz erklären. Nicht, dass später diese Aussage kommt, du benutzt nur das, was möglich ist, du erklärst keine neuen Tricks. So, ihr geht auf hier.
Ihr geht auf das, also Verbindung hier unten Brook. Und dann nehmt ihr zum Beispiel Boar Hancock und sucht euch, ich nehme mal jetzt Trafalgar Lord. Also ich will jetzt Trafalgar Lord bekommen. Ich habe 6 Stück free jeden Tag. So, jetzt mache ich auf. Und egal was ich aufmache, ich bekomme Boar Hancock. Ich bekomme ein Stück von Boar Hancock. Oder ich hätte Trafalgar Lord bekommen können. Und jetzt könnt ihr rübergehen zu Heroes, Salt. Und jetzt habt ihr auch Hancock. Jetzt könnt ihr hier auch eigentlich ausrauben jemanden. Wenn das Level passt, wie bei mir gerade passt das nicht. Und ich habe noch ein zweites Boar Hancock bekommen. Sieht, die Anzahl ist schon auf 2 gewachsen. Also, so kann man auch quasi Leute, die man hat, alle hochleveln. Also, keiner hat da gerade 400 Stück von irgendjemandem gekauft und bekommen. Nein, die meisten haben das hochgelevelt. Auf die Art und Weise. Also, das ist ein Trick dabei, wie man Sterne hochsammelt. Ich mache jetzt bei Kuma weiter, weil Kuma will ich gerne auf 2. Und mit ein bisschen Pech, ich habe bis jetzt noch niemals jetzt zum Beispiel hier Enel oder Zed oder Moriarty bekommen, dass ich von irgendjemandem eine Extrakarte bekomme. Ich habe immer die bekommen, die ich gerade genommen habe. Also wie jetzt hier in diesem Fall Kuma. Machen wir weiter. Ich nutze jetzt alle 4 Mal. Das war einmal, das war noch einmal. Das war noch einmal. Noch einmal. Und das letzte Mal. 3 Stück. Also 4 mal 1 und einmal 3 sind noch immer 7 Stück, die ich heute bekommen habe. Also jeden Tag 7 Stück Puzzleteile ist nicht schlecht. Also meiner Meinung nach. Könnt ihr eure Meinung da lassen, aber meiner Meinung nach war das nicht schlecht. Also so überlege ich jetzt. Ich brauche noch 15 Teile, das sind noch 2 Tage. Dann hätte ich Kummer auf 2. Also, es ist schon nicht schlechte Sache, meiner Meinung nach. Ich hoffe mal, ihr teilt meine Meinung. Und wenn nicht, nicht eben, Leute, ich kann auch nichts großartig machen. Das war so mein kleiner Trick, wie man an Puzzleteile kommt. Was man da machen kann. Es ist euch mal wieder überlassen, ob es euch gefällt oder nicht. Ich freue mich wie immer über alle Kommentare. Und ja, machen wir noch ein paar Kämpfchen. Ich fange mal in der neuen Welt an, die ich schon hier angebrochen habe. Alabaster. Letztes Mal habe ich nur einen Stern geschafft. Mal gucken, wie viele Sterne ich jetzt schaffe. Weil Alabaster ist echt extrem stark. Ich glaube auf jeden Fall, Puma, die ist auf der falschen Stelle. Puma sollte hinter Jutsu sein. Was? Das geht gar nicht. Es wird wieder nur ein Stein. Also ihr seht schon, Alabaster ist schon hart. 2 Sterne mit Mühe bekommen. Ich versuche noch das nächste Level. Das sieht alles nicht so nice aus für mich.
Kommt, Leute. Sieht nicht so glimpflich aus, wenn ich überhaupt noch gewinne. Wenn ich noch überhaupt gewinne. Aber mal gucken. So, mit Mühe und Not gewonnen, also ein Stern. Naja. Und wie sieht das auf der anderen Welt auf hart aus? Oder normal aus? Normal, der erste Kampf. Nicht easy, sondern normal. Alter, was macht der da? Das ist Level 100. Komplettes Team gegen einen einzigen Mann. Boah, er bohrt alles durch. Verdammte Scheiße. Mit Mühe und Not auf 2 Sterne geschafft. Also, heißt das noch weiter powern, bevor ich irgendwas machen kann. Letzte Welt. Daubenmann schon weg. 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 Nein, da ist einer. 10 Kämpfe. 10 Kämpfe. Schön leveln und Schnauze halten ist das Motto gerade von mir.